Du bist auf der Suche nach einer Inspiration für einen Gaming-PC im BeQuiet Purebase 500DX und das ohne AJU, dann könnte dieser PC genau das Richtige für dich sein. Mehr dazu in diesem Video. Hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und ich baue dir den passenden PC zu deinem Budget. So wie heute bauen wir nämlich wieder einen fantastischen Gaming-PC. Und zwar für den guten Christoph, der sucht nämlich einen leistungsstarken Gaming-PC für Full-HD-Gaming, spielt überwiegend MMORPGs und nach Möglichkeit weiß soll er sein. Da habe ich mich für folgende Hardware entschieden, die du hier auf dem Tisch siehst. Ich stelle dir das mal kurz vor. Als Prozessor setze ich hier auf den Ryzen 5 5600X, ja, die wohl mit beste preis-leistungsstärkste Gaming-CPU aktuell auf dem Markt. 6 Kerne, 12 Threads, super Gaming-Leistung, ist sogar ein Kühler dabei. Den nutzen wir aber nicht, denn wir setzen hier heute mal auf Luftkühlung. Und zwar den Arctic Freezer 34 eSports Duo. Ja, den habe ich auf den 3600 auch schon mal öfter verbaut, aber dann in der Version mit einem Lüfter. Hier die Version mit zwei Lüftern, hat er noch mal ein bisschen mehr Power, soll angeblich 210 Watt TDP wegkühlen und der Prozessor hat ja nur 65. Also von daher easy ausreichend. Verbaut wird das Ganze dann auch auf meine aktuelle Preis-Leistungs-Empfehlung, was B550 Mainboard angeht. Und zwar das Gaming Plus von MSI. Ja, bietet Gigabit LAN, zwei NVMe-Steckplätze, ist hier unten sogar so ein bisschen beleuchtet. Gute Spannungsaufbereitung mit 7 realen Phasen und 46 Ampere ist mehr als ausreichend für die CPU, auch wenn man dann mal nochmal 5800X oder so später nachrüstet. Alles kein Problem und hat auch zwei RGB-Header. Als Arbeitsspeicher setzen wir hier auf zwei Kandidaten, zweimal Corsair, einmal den echten, 2x8 GB, 16 GB, 3200 MHz, Vengeance Pro, CL16 und diesen hier kaum zu unterscheiden, aber hier unten steht Light Enhancement Kit. Ja, das sind quasi diese Fake RAM Dummies, weil Vollbestückungsoptik gewünscht war und diese Fake Dinger, die kosten halt gut 30 Euro. Und ja, wenn der gute Christoph dann nochmal 16 GB nachrüsten will, dann nimmt er die einfach wieder raus und macht nochmal die gleichen in 16 GB da rein. Und aktuell reichen ja 16 GB gerade auch für Full HD Gaming vollkommen aus. Als Massenspeicher setze ich hier auf eine zukunftssichere, schnellere SSD als sonst. Sonst nehme ich immer gerne ja die SN550. Das ist die eine Nummer größer, 750, trotzdem noch PCI 3.0 mit 3430 MB die Sekunde im Lesen und 3000 MB die Sekunde im Schreiben. Ja, als Grafikkarte Highlight die KFA 2 3060 Ti kommt heute zum Einsatz. Ja, ich war mit den KFA2-Karten in den 20er-Serien ganz gut zufrieden und die war halt gerade verfügbar, auch relativ günstig und hat auch auf der Backplate, also ja gut, ne, soll ein weißer PC werden, weißes Mainboard haben wir jetzt nicht, keine weiße Grafikkarte, aber alle weißen Mainboards, Gigabyte Vision, das NZXT N7 und so, die, die kosten alle 100 Euro und mehr noch als dieses Board und auch Grafikkarte in weiß auch immer schwierig zu kriegen. Aber diese hat aber wenigstens auf der Backplate weiße Akzente und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie die performt, hat 102 mm Fans und soll wohl von daher auch, ist ja der kleinere Chip drauf, der 3060 Ti, ausreichend Kühlleistung haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und befeuert wird das Ganze dann auch etwas budgetbereichmäßig von dem Seasonic Core GM650 Watt. Habe ich auch schon öfter verbaut. Es ist quasi, so ähnlich wie bei BeQuiet gibt es ja die Straight Power und die Pure Power. Das ist dann quasi das Pure Power, kein Seasonic Focus. Hat 3 Jahre weniger Garantie, ist aber auch ein 80 plus Gold zertifiziertes Netzteil. Und ist sogar, kann man das sehen hier auf der Verpackung? Nee, ist aber teilmodular.
Heißt, die Hauptstromstecker, die ich sowieso immer dran haben muss, also Mainboard und CPU-Strom sind dran. Und die anderen kannst du dann nochmal wahlweise dran machen. Dann habe ich total vergessen, ja, Dingels kommt auch noch zum Einsatz. Alpenföhn Wing Boost 3 Lüfter, natürlich in weiß. 3x120 sollen in die Front und 340er sind schon verbaut. Denn es handelt sich dabei um Bastelnerds altes Streaming-PC-Gehäuse samt den drei Alpenföhn Wingboost-Lüftern, die da schon drin waren, der ja sonst immer hier stand. Ich habe ja eine neue Maschine gebaut auf Custom Vacuum. Video dazu findest du übrigens hier oben. Und deswegen kommt nämlich dann auch alles in dieses Gehäuse. Purebase 500 DX. Genau, da kommt der ganze PC rein, in weiß natürlich. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, bin sehr gespannt. Und falls du neu hier bist und kein weiteres Video verpassen willst, kannst du übrigens auch gerne diesen Kanal abonnieren, denn Abonnieren auf YouTube ist kostenlos und somit ein einfaches Mittel, Danke zu sagen. Ich werde jetzt mal den PC zusammenbauen, beziehungsweise im Livestream werden wir das machen auf twitch.tv/bastelnerd. Und dann sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. Livestream später, zurück zum Fazit. Der PC ist fertig und er ist fantastisch geworden. Er sieht echt optisch richtig nice aus und ja, positiv aufgefallen ist mir auf jeden Fall der Kühler. Ich hatte den ja sowieso schon mal verbaut, wie gesagt, nur mit einem Lüfter, jetzt mit dem 2. Der trägt aber trotzdem für einen Luftkühler nicht so dick auf und der große Vorteil ist, ich kann komplett auf alle 4 RAM-Module blicken. Das ist bei so anderen Luftkühlern, Be Quiet, Dark Rock Pro 4 oder sowas, nicht der Fall. Und von daher ist das hier auf jeden Fall optisch gegeben. Und ja, er passt auch sonst super ins Gehäuse rein. Alles easy. Und was ich noch vergessen habe, wo ich es gerade sehe, hier, ich habe die gesleeften Kabel vergessen. Ja, da sind noch Cable-Mod gesleefte Kabel drin. Einmal
ja, Mainboard-Stromkabel und CPU-Stromkabel da hinten und hier Grafikkarten-Stromkabel. Und zur Grafikkarte kommen wir auch, bin ich auch super positiv überrascht worden, von der KFA2 3060 Ti. Ja, ist schön leise, hat kein Spulenfiepen. Ich meine, okay, Spulenfiepen kann man Glück oder Pech haben. Super Kühlung, die Luft da irgendwie auf 40% oder so im Maximum gedreht und Temperaturen alles tippi toppi. Einziges Manko ist so ein bisschen die Beleuchtung, da die Grafikkarte, ich meine, gut, die hat ja wenigstens Beleuchtung. Die Lüfter haben halt nur normal RGB und kein adressierbares RGB. Und jetzt habe ich hier in der Software von KFA2, ich weiß nicht, wie die heißt hier, One-Click OC oder was weiß ich, kannst du dir auf der Webseite runterladen, so ein Atmen eingestellt. Es gibt auch noch die Möglichkeit, ist sogar eine kleine Besonderheit, und zwar hier gibt es nochmal extra so einen Anschluss und da liegt auch ein Kabel bei der Grafikkarte bei, um die quasi über den 12 Volt RGB Header vom Mainboard zu verbinden und zu steuern. Dafür musst du aber auch einmal die Software installieren und dann sagen, bitte Mainboard Connect. Also die Möglichkeit gibt es auch. Ja, die anderen Lüfter haben wir uns entschieden dafür nach Rücksprache, die über die mitgelieferte Steuerung der Alpenföhn Wingboost Lüfter zu steuern. Da ist ja so eine Steuerung bei im Dreierpack. Und somit kann ich jetzt hier per Fernbedienung hier die Farben umschalten und natürlich hat diese Steuerung auch so ein paar RGB-Effekte und Programme, die du jetzt auch nochmal hier in der Geschwindigkeit ändern kannst und auch in der Helligkeit und so weiter. Also das komplette Programm oder halt auch ausmachen. Wie es einem gefällt, weiß-blau war der Kundenwunsch vom guten Christoph und dementsprechend habe ich auch den Ramso eingestellt in IQ als Hardwarebeleuchtung. Dann bräuchte man jetzt IQ-Software auch nicht, dann wird der RAM halt immer so leuchten. Natürlich kannst du dann die Software auch installieren und das umstellen. Ja, zu den Benchmarks. Im Fire Strike haben wir gut 25.000 Punkte erreicht und im Time Spike knappe 11.000 Punkte. Also Leistung für Full HD Gaming absolut ausreichend. Geht auch locker WQHD mit. Deswegen haben wir auch nochmal Shadow of the Tomb Raider hier Lara getestet in WQHD mit Ultra Hoch Preset und kam da auf 99 FPS im Durchschnitt. Also von daher Top-Leistung, Kühler auch top, also Kühlleistung übrigens auch top von diesem Kühler. Also klar, der 56X, der verbraucht natürlich auch nicht, hat nicht so eine hohe Abwärme, aber was ist das, 76 Grad oder so im absoluten Maximum im Cinebench R23. Also von daher, Kühler top, Grafikkarte top, System leise, hat auch super Airflow, 6 Lüfter natürlich drin. Schöner, nicer Bild geworden. Und wenn du Interesse an einem Nachbau hast von diesem PC, findest du natürlich wie immer alle Links zu allen Teilen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du darüber einkaufst, kannst du damit kostenlos diesen Kanal unterstützen. Und das würde mich sehr freuen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Wenn du auch zukünftig nichts rund um den PC verpassen willst. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Den gibt's heute. Boss wollte den Dieb gerade. Ja, das ist ja der. Ist ja der Wächter der Hardware. Was meinst du, wenn ich den Prozessor da gleich noch wegnehme? Muss ich jetzt ganz vorsichtig machen. Der hält jetzt schon mit dem Foto fest. Da seht ihr. Den brauche ich aber auch. Oh, da guckt er aber grimmig.